Ja, herzlich willkommen heute auf unserer dritten Tour von Füssen, ab Füssen, um Füssen herum. Heute geht es nach Neuschwanstein hoch und anschließend fahren wir etwas durch die Wälder zum Schwanensee und ich glaube, der eine heißt Plansee und dann ja, ist die Runde auch schon fast zu Ende, ungefähr 40 Kilometer, weil es ab heute Mittag schlechtes Wetter werden soll. Und dann möchten wir gerne wieder zurück. Also, wie immer, wenn ihr Spaß habt an dieser Tour für Neuschwanstein hoch mit dem Fahrrad und dann nochmal die zwei Seen, seid dabei. Herzlich willkommen. Bis gleich. Ja, ich denke mir, nach den zwei tollen Touren, die wir hatten, ist es gar nicht so schlecht. 40 Kilometer reicht dann mal für den dritten Tag. So, das ist die Brücke. Lechsteg. Willkommen in Schwangau, Ort der Königsschlösser. Ja, der Ernst hat schon Großeinkauf gemacht für die Tour. 10 Bananen, 8 Multivitamine und Apfelsaftschorlen. Also wir sind gut eingedeckt. Wir könnten eventuell auch übernachten, falls wir irgendwo nicht mehr wegkommen. Da unten eine schöne asphaltierte Straße. War für Radfahrer gesperrt. Wir sind noch ein bisschen früh, hier ist noch keiner. Sehr wahrscheinlich werden wir gleich runterfahren. Dann werden wir es merken. Oh, ich fange hier richtig an zu pusten. Oh, der Ernst wartet auf mich. Das ist ja schon Wahnsinn, wie viele Prozente das hier sind. Ach, da sind ja welche.
So. I'll show you Mama. Are you ready? Yeah. So, hier sind wir dann angekommen. Das Märchenschloss. Und hinten ist ja der Forgensee. Ja, sehr schön. So, das ist die andere Seite der Brücke. Oh, das hat er ja, hat schon ganz schöne Tiefe hier. Ich war gerade auf der Brücke, jetzt ist sehr ernst drauf. Und da hat man ja wirklich ein tolles Sichtfeld auf dieses Schloss. Ja, jetzt sind wir ein bisschen unterhalb von Schloss Neuschwanstein und haben diese Weitsicht. Ja. Jeder, der hier oben war, der kann sich immer wieder daran erinnern. Das sind einfach unvergessliche Momente. Und hier dieses gelbe Schlösschen, das ist, glaube ich, Schloss Schwangau. Jetzt geht alles wieder runter, wo wir uns hier hochgequält haben. Ja, ja. Ja. Ich hab das geschafft, ne? Und dann hat er Hunger. Ja. Jo. So, der Ernst hat das kleine Kind beruhigt. Das wäre so eine nette Aktion wieder von ihm. Und da war das Kind auch gleich ruhig gewesen. Er hat zugehört. Er hat ihm mitgeteilt, dass es da oben eine ganz tolle Aussicht gibt. Und ja. Da war er ganz angespannt und angetan. Bisschen dauert's noch. Bitte? Was steht da? Kein sehr, sehr schön. Ich frage mich nur, wie es auf der anderen Seite weitergehen soll. Da sind ja nur Felsen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da ein Radweg geht. Oder man erkennt das von hier aus nicht. Ah, das war ein schönes Ereignis da mit dieser Brücke, Hängebrücke, mit dieser tollen Aussicht. Ein bisschen schwindelfrei musste man sein. Aber durch die Wanderungen habe ich das ein bisschen abgelegt, glaube ich wenigstens. Ja, ja.
Ja, das ist also nur für Fußgänger freigegeben, hier diese Passage. Ärgerlich, aber es ist so, wie es ist. Ne? Und jetzt müssen wir aufpassen, wenn jetzt ein Fußgänger kommt, dass wir dann hier mal kurz anhalten, wie jetzt zum Beispiel, und schieben dann ein bisschen. Ne? Weiter, ja, geht. Oh, das ist so ein Wegverhältnis wie gestern auf dem Forstweg. Da war das ja auch so. Ja. Der Mann, der aus der Tiefe kam, Ernst. Wollen wir mal gucken, ob es überhaupt geht. Wollen wir erstmal überhaupt gehen, gucken, ob es geht. Wenn nicht, dann müssen wir halt wieder zurück. Jetzt fängt es aber an. Ne, also da vorne, ich gehe mal hier um die Ecke rum. Und da gucke ich mir das mal an, das Spiel. Ja, ja, immer hier am Felsen vorbei. So, ich gucke mal hier um die Ecke. Ja, ja. Aber der Versuch war es wert. So, da kommen Sie erstmal durch, wir haben Zeit. Jetzt müssen wir uns ja Zeit nehmen. Dankeschön. Sie haben es gleich richtig gemacht, ohne Fahrrad, ne? Nur mit Helm. Ja, genau, der Fahrrad steht sicher, ja, Abstand. Ja, super. Man lernt ja nicht, aber jetzt. Guten Morgen. Vielen Dank. Ein Satz mit X, das war nichts. Wir hatten ja hier bis zur Hälfte des Alpsees geschafft, mit dem Fahrrad zu fahren. Aber an der äußersten Spitze hieß es dann, ja, 40 Kilometer. Nur noch für Fußgänger. Unwegsame Sachen kommen und du machst ein bisschen runter, dann, ne? Und Kontakt, ist das schon nicht schlecht. Hier hoch? Nee, nee. Du sollst nur rüber auf die andere Seite. So, jetzt verlassen wir diesen touristischen Ort wieder. Und schau mal, wo wir jetzt noch fahren können. Ja, wir sind auf dem Weg zum Schwansee. Mal gucken, ob wir den, das ist ein Badesee, mal gucken, ob wir den finden. Aber auch wieder hier so eine schöne Allee. Ach, ist das nur schön. Ja, das ist ja wirklich idyllisch. Na, jetzt kommt Wind auf. Das ist in Bayern immer so ein Zeichen, dass es eventuell was runterkommt. Doch nicht, oder? Bist du Betzing? Wir sind immer noch am Schwansee und hier kann man tatsächlich
hier auf diesem schönen Weg können wir tatsächlich umrunden. Also für Badefreunde hier, das ist ja wirklich ein Paradies für die. Also alle, die gern schwimmen, gehen hierhin, ins Füssener Land. So, machen wir die Runde auch komplett. Wie man sieht, an den Wegen, man tut was für den Tourismus. Die wollen ja alles ein bisschen was sich anschauen. Und so verläuft sich das auch alles. Ne? Wenn überall ein bisschen ist, wie hier so eine Seenumrundung, ja, da sind wieder einige Leute, ja, weg aus den Städten. Und so verteilt sich das ein wenig. So, ich glaube, wir sind unmittelbar vor einem Wetterumschwung, weil da zieht sich hier alles ein bisschen zu, Wind kommt auf. Wir machen uns auf den Heimweg. Ja, was haben wir heute erlebt? Auf jeden Fall einiges haben wir wieder kennengelernt. Ja, das schöne Schloss, das Märchenschloss. Das war natürlich eine anspruchsvolle Auffahrt auf diesem Geröll und Split. Und dann viel mussten wir schieben, weil für Radfahrer diese Straßenwege verboten waren. Da kam man ganz schön aus der Puste. Wir sind runtergefahren an den Alpsee, hätten ihn gerne einmal umrundet, ging aber nicht, bis zur Hälfte war möglich. Alles wieder zurück. Jetzt haben wir noch den Schwansee mitgenommen, auch sehr schön, da konnten wir einmal umrunden. Und wie gesagt, jetzt fahren wir schnellsten Weg auf der Hauptstraße. Fahren wir jetzt nach Hause, was heißt nach Hause, fahren wir zum Hotel und bis dahin, bleibt gesund, euer Kalle und natürlich mein pfeifender Ernst.